Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video will ich euch zeigen, wie wir in unserer Fritzbox bestimmte Internetseiten sperren können. Entweder global für das ganze Netzwerk oder aber für bestimmte einzelne Benutzer. Beziehungsweise wie wir uns Zugangsprofile erstellen können. Als erstes melden wir uns hier an unserer Fritzbox an natürlich und hier auf der linken Seite haben wir das Hauptmenü. Einfach unter Internet hier und Filter und schon sind wir im Prinzip an der richtigen Stelle hier. Hier haben wir nochmal vier Reiter, Kindersicherung, Zugangsprofile, Priorisierung und Listen. Wenn wir jetzt unter Zugangsprofile hier nachschauen, dann haben wir vier Profile hier, die ja mit irgendwelchen Voreinstellungen halt, die können wir auch nicht löschen, aber natürlich bearbeiten bzw. anpassen. Hier haben wir unter Listen die Möglichkeit, uns einmal eine Whitelist hier zu erstellen und eine Blacklist. Ja, also alles, was in dieser Blacklist eingetragen wird, ist dann gesperrt. Alle Seiten sind gesperrt, die hier eingetragen werden und alle anderen erlaubt. Hier bei der Whitelist ist es genau andersrum. Ja, also alle Seiten, die hier eingetragen werden, sind erlaubt. Und alle anderen aber gesperrt. Ja, also das macht hier, denke ich, nur Sinn, wenn wir einen Benutzer haben, der wirklich nur auf wenige Internetseiten zugreifen darf oder soll. Hier können wir, ja, haben wir nochmal die Möglichkeit, ein paar Protokolle hier, Voreinstellungen zu sperren. Das lassen wir jetzt aber. Wir gehen jetzt hier nochmal auf Zugangsprofile und erstellen uns einen neuen Zugangsprofil hier. Ja, einfach hier draufklicken und hier haben wir die Möglichkeit, ja, unser Profil halt so anzupassen beziehungsweise hier, ja, können wir nochmal kurz darauf eingehen. Haben wir nochmal die Möglichkeit hier, ja, die Zeitbeschränkung. Hier haben wir drei Optionen: Zeitraum, immer, nie. Hier ist Internet gesperrt halt und hier eingeschränkt zeitlich beispielsweise. Also alles, was blau ist, ist erlaubt, alles, was weiß ist, ist gesperrt. Hier kann der Nutzer zum Beispiel Montag kurz nach 14 Uhr bis 18 Uhr ja surfen halt, ansonsten nicht. Dienstag auch, also wir können das jetzt hier halt auf dem einzelne Wochentage hier uns einstellen, je nach Bedarf halt. Ich lasse das jetzt hier immer. Hier können wir das Zeitbudget nochmal einschränken. Ja, wir können jetzt hier immer freigeschaltet lassen und hier können wir nochmal auf die einzelnen, ja, Wochentage hier: Montag 3 Stunden, Dienstag 2, Mittwoch 5 beispielsweise. Ja, wenn die Zeit hier verbraucht ist, dann ist der Zugang gesperrt automatisch. Also für den User 1 hier, wir nehmen wir mal User 1, Profilname. Hier haben wir nochmal die Möglichkeit, ja, gemeinsames Budget hier, wenn wir die Option hier aktivieren, dann wird die Zeit hier beispielsweise die 3 Stunden am Montag auf alle Geräte geteilt, ja, die der User hier zugewiesen bekommen hat. Ja, wenn er mit Tablet oder beziehungsweise mit Tablet und Smartphone oder Laptop unterwegs ist, dann, ja, wenn die 3 Stunden um sind, dann sind sie um, kann er auch nicht mehr mit einem anderen Gerät ins Internet, ja, vorausgesetzt das Gerät ist ihm zugewiesen hier zu seinem Profil. Genau, wir gehen jetzt einfach mal weiter hier. Nutzung, genau, also der Gastzugang sollte auf jeden Fall gesperrt werden für den User jetzt und auch an das Standardprofil nachher denken, dass es angepasst wird, damit eben diese Einschränkung nicht so einfach umgegangen werden kann. Und jetzt kommen wir endlich aber hier zu unseren Internetseiten wieder. Filter für Internetseiten. Ja, also hier einfach den Häkchen hier setzen und schon haben wir HTTPS-Abfragen erlauben. Das ist okay. Kann so bleiben. Und hier können wir entweder unsere Whitelist oder Blacklist hier, ja, aktivieren sozusagen. Hier haben wir nochmal eine Möglichkeit. Hier ist jugendgefährdete Internetseite sperren. Ja, ich lasse das jetzt einfach mal aktiviert hier. Und zwar ist das jetzt hier irgendwie ein Modul von der Bundes
Prüfsteller hier für jugendgefährdeten Medien. Wer da Interesse hat, kann sich hier dann eben nochmal erkundigen. Ja, da werden auch die Seiten gesperrt, die hier in der Blacklist nicht eingetragen sind, aber als jugendgefährdet halt identifiziert wurden. Meine Blacklist sieht jetzt hier so aus, ich habe da ein bisschen, also IP-Adressen auf jeden Fall sperren, ja, sonst bringt das alles nichts hier. Das ist okay. Und hier habe ich meine Blacklist zum Beispiel als, ja, ich habe jetzt hier YouTube gesperrt. Natürlich muss man hier daran denken, dass diese ganzen Sachen wie YouTube beispielsweise und auch Facebook auch über Apps erreichbar sind. Ja, wenn wir jetzt nur YouTube hier sperren, dann wird die Seite zwar gesperrt, aber wir können über die App, ja, über unser Smartphone oder Tablet immer noch darauf zugreifen. Das ist nicht gesperrt. Wenn wir für die App beispielsweise auch sperren wollen, wir können uns hier, also ich habe das jetzt hier gefunden, ja, man kann sich da hier schlau machen irgendwie, ja, zack, Support, Google, da gibt es mehrere Möglichkeiten hier nochmal, ja, man kann auch hier die Einschränkung nochmal, hier moderat, strikt und so weiter, das ist jetzt aber, also ich habe das jetzt mir hier rausgepickt, einfach, dass das für die App und für PC hier gesperrt ist, YouTube. Und genau, jetzt speichere ich das einfach mal hier. Und jetzt müssen wir daran denken, dass dieses Profil hier meinem Gerät hier zugewiesen wird, damit das greift. Ich denke, genau, ich bin jetzt hier auf dem Standardprofil, denke ich. Wir gehen mal hier auf Bearbeiten. Und schau mal ganz kurz nach, ob da die Geräte aufgelistet sind. Dass man, genau, hier kann man nochmal die ganzen Geräte sehen, die mit dem Standardprofil jetzt hier unterwegs sind. Meine ist das hier, denke ich. Ich gehe mal, oder ja, ich breche das jetzt hier einfach mal ab und werde mir jetzt einfach das neue Profil zuweisen auf meinem Gerät hier, um zu testen, ob das auch funktioniert. Ja, hier sieht man das neue Profil hier, User 1, Online, Zeit unbegrenzt. Jetzt habe ich aber irgendwie hier, genau, und hier Filter haben wir einmal die Blacklist und einmal dieses Modul hier von der Bundesprüfstelle. Genau, und zwar, wenn wir, müssen wir jetzt hier unter Kindersicherung auf dem Reiter drauf gehen. Und hier können wir dann die ganzen Geräte hier sehen, wir die aufgelistet und hier das, ja, das zugehörige Zugangsprofil. Jetzt habe ich hier aber viermal, ich weiß nicht, ich werde mal aber User 1, ich mache mal alle jetzt hier, zack, 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 okay, also einfach das Profil hier für, ja, den Gerät hier zuweisen und einfach mit übernehmen und schon sollte jetzt YouTube gesperrt sein, wenn das alles funktioniert hat. Wir warten noch mal ganz kurz hier, dass es richtig durch ist und versuchen noch mal auf, ja, YouTube zuzugreifen, beziehungsweise ich mache mal youtube.com, genau, und schon bekommen wir die Meldung hier. Wir können auch gerne mit youtube.de versuchen, ist das gleiche. Beziehungsweise, was mir noch einfällt, man kann jetzt hier, wenn wir in dem Browser unter fritz.box surf, war das glaube ich, Lua. Genau, also wenn wir jetzt in unserem Browser hier, können wir jederzeit überprüfen, ja, was da alles gefiltert und gesperrt wird oder eben nicht. Wenn wir hier fritz.box/surf.lua eingeben, dann haben wir hier alles, hier die Kindersicherung, hier diese Seite und haben alles auf einen Blick, ja, Filter, Online-Zeit und so weiter. Genau, wenn wir jetzt global fürs ganze Netzwerk das sperren
möchten, dann müssen wir einfach hier das Standardprofil eben anpassen, ja, und schon ist YouTube gesperrt oder Facebook oder was auch immer für Seiten wir sperren wollen. Ich denke, ja, das war es auch schon alles fürs Erste hier. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.